Hallo Leute, heute zeige ich euch ein paar Details vom Umbau meines PowerMacs. Das Wichtigste, ich wollte äußerlich so wenig wie möglich verändern, mal von der Farbe abgesehen. Und ja, auf dem PowerMac läuft Windows 10 und macOS 10.13.6. Die verbauten Komponenten eignen sich also hervorragend für einen Hackintosh. Am Ende des Videos zeige ich euch noch den Geekbench-Test, wo man dann die Punkte vom Single-Core und vom Multicore sehen kann. Die einzige Auffälligkeit, die wir hier vorne sehen, ist die Kante, die als Griff funktioniert. Ursprünglich war ja dahinter das CD-Laufwerk verbaut. Ich zeige es mal ganz kurz. Ja. Jetzt verbirgt sich hier ein USB 3-Hub mit 3,5 mm Klinke, Kopfhörer und Mikrofonanschluss. Und hier ist noch eine Kontrollleuchte für die Grafikkarte eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ganz rechts das grüne Lämpchen. Das ist übrigens aus Glasfaser und zeigt die Temperatur der Grafikkarte an. Die Platine für den Power-Button ist die originale von Apple. Sie wurde umgelötet, damit sie auf das Asus Mainboard passt. Der Reset-Knopf funktioniert auch. Hier unten war der Lautsprecher eingebaut, der musste aber aus Platzgründen raus. Ja, ich weiß, man sieht vielleicht den Stecker, war mir aber letztendlich egal. Das ist nämlich der einzige Weg, um an die Kabel zu kommen, ohne ihnen die Verkleidung abzuschrauben. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zur interessanteren Seite. Hier oben im rechten Bereich, ja, hier, sieht man das Netzteil, wo komplett ausgeschnitten worden ist. Komplett, damit eben der Stromanschluss und der Schalter passen. So bekommt das Netzteil auch besser Luft. Da war ja vorher so ein runder Ring drin mit lauter Rahmen und Löchern. Und der Stromstecker war ja hier ungefähr eingebaut. So. Auf der Mainboard-Seite wurde der Steg entfernt, da sonst die Audioanschlüsse verdeckt gewesen wären. Also hier, der Steg ging hier rüber. Mit dem übrigen Material vom Steg wurden die Löcher vom Kunststoffrahmen wieder geschlossen. Ja, und so habe ich ein schönes Bild erreicht und man sieht jetzt nicht mehr, dass da mein Steg drin war. Und das war mir wichtig. Damit das MATX Mainboard perfekt angepasst werden kann, habe ich von der Laser Hive einen Rahmen bestellt. Der passt perfekt in das originale Metallgehäuse vom PowerMac. Alle Schrauben und Adapter sind in diesem Kit natürlich enthalten. Eine Schablone zur Positionierung vom Mainboard liegt natürlich auch bei. Unten sehen wir jetzt zwei 120 mm Ausschnitte mit Be Quiet Lüftern. Der Lüfter mit dem Gitter ist fest verbaut, der andere Lüfter ist beweglich. Das bedeutet, wenn man die Seite des PowerMacs öffnet, klappt der Lüfter inklusive des Radiators nach oben. So, jetzt sind wir innen. Wie man schon sieht, zwei Lüfter von Be Quiet. Die an der Rückseite verbauten Be Quiet Lüfter sind Pure Wings 2 mit 120 mm. Die waren ursprünglich bei der Wasserkühlung dabei. Am Boden und am Radiator der Wasserkühlung habe ich Be Quiet Silent Wings 3 verbaut. Die haben ein bisschen mehr Druck als die Pure Wing 2 und passen meiner Meinung nach besser zu einer Wasserkühlung. Das ist die Be Quiet Silent Loop 120 Wasserkühlung. Moment, ich zeige es mal schnell ein bisschen besser. So. Ja. Hier wurde mal vom Lüfter abgesehen nichts verändert. Also das bedeutet, hier ist die Pumpe, die Schläuche und da ist der Radiator. Unter der Pumpe der Wasserkühlung ist ein Intel Core i7-7700K mit 4x 4,2 GHz verbaut. Er wurde geköpft und die Wärmeleitpaste durch flüssiges Metall ersetzt. Die Temperatur vom Prozessor ist so mit von ca. 70 Grad auf 52 Grad im Belastungstest gefallen. Diese beiden Abdeckungen hier, also einmal diese hier
Und einmal diese hier habe ich selber gebaut aus Acrylglas. Hier, das hier habe ich noch schwarz matt lackiert dann, dass es ein bisschen optisch besser dazu passt. Hat den Grund zum ersten, dass die Kabel einfach aufgeräumter aussehen und zweitens, dass sie unterhalb der Abdeckung einfach sich locker bewegen können und so nicht irgendwie ein Kabelquetscher oder dergleichen entstehen kann. So, hier nochmal die Abdeckung von der anderen Seite. Man sieht es, unten drunter sind die Kabel, die kommen aber hier raus und verschwinden aber auch dann gleich wieder im Gehäuse in den anderen Rahmen. Hier sieht man jetzt den Hub von hinten. Ja, hier das goldene und das Kabel ist das Lichtleiterkabel, das zur Grafikkarte geht. Und da in dem Bereich ist die Platine vom Einschalter. Hier sehen wir jetzt den Radiator. Der Klappmechanismus des Radiators war von allen das aufwendigste Teil zum Konstruieren. Der Winkel besteht aus einem schwarzen Acrylglas. Er wurde auf 90 Grad gebogen und ein 120 mm Loch für den Lüfter eingefräst. Der Fräskante habe ich noch zusätzlich eine 45 Grad Phase verpasst, damit die Luft nicht auf eine scharfe Kante trifft und eventuell Geräusche entstehen. Ja Leute, also ich habe jetzt mit der F8-Taste gestartet in den Boot-Drive-Auswahl, in die Boot-Drive-Auswahl und nehme jetzt hier unseren UEFI. Und somit sollte der Glover starten und danach eben OS X. Ja, so, jetzt wollen wir mal den Geekbench-Test machen und sehen dann, was dabei rauskommt. Los geht's. Ich werde das Video jetzt ein bisschen vorspulen, weil das dauert jetzt ungefähr 2,5 Minuten. So, Multicore 21.340, Single 6.117. Wo reihen wir uns jetzt da mal ein? Das bedeutet, nein, wir wollen ja Multicore. Das bedeutet, wir sind hier bei den MacBook Pro Mitte 18. In der 2,26 Core Leistung. Ist eine coole Sache. Kann man damit was anfangen? So Leute, nun ist der Geekbench Test abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und nochmal danke für die zahlreichen Klicks und tollen Kommentare von euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.